Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2. So, der kann bremsen. Wir haben noch ein bisschen was vor. Wir sollen einen, weiß ich nicht, einen fiesen Fettsack umbringen? Ich, was? Ja, wir haben uns gerade ein kleines Gewehr besorgt. Und mit dem... Verfolgung von Raser aufgenommen. Oh, ich bin kein Raser. Hör doch auf. Scheiße. Und mit dem sollen wir jetzt das kleine Attentat durchführen. Gar kein Problem, wie ich finde. Ich kann mich nur noch schleierhaft an die Mission erinnern. Wie gesagt, ne, ich habe das Spiel damals vor bei Release schon einmal durchgespielt. Was jetzt allerdings, glaube ich, auch schon wieder 10 Jahre her ist, also, ne, schleierhaft, so. Entschuldigung. Scheiße, die kommen immer näher. Naja. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Machen wir den Begrenzer einmal wieder an. Ja, links müssen wir rein und rechts wohnt, glaube ich, der Fettsack oder andersrum. Ich weiß es nicht genau. Gut. Apartment 233, Misery Lane, 2 Stunden später. Wo kommst du her? Sizilien. Was hat dich hierher getrieben? Mussolini. Hat er dir ein Ticket spendiert? Lass die blöden Witze, Joe. Mein Vater war ein Ehrenmann. Als Mussolini an die Macht kam, ging es uns immer beschissener. Mein Vater hatte Angst, ich müsste zur Armee oder ins Gefängnis. Deshalb hat er mich nach Amerika geschickt und mir einen Job bei Clementi verschafft. Was ist aus ihm geworden? Er meinte, er sei zu alt für die Reise. Mussolini ließ ihn verhaften und er ist im Knast krepiert. Sie haben nicht mal den Leichnam rausgerückt, um ihn anständig zu beerdigen. Puh, das ist hart. Lebt deine Mutter noch? Sie kommen, die schwarzen Limousinen. Und die beiden gehören anscheinend auch dazu. Vito, nimm den Fettsack aufs Korn. Wir müssen ihn erwischen, bevor er ins Gebäude geht. Okay, los geht's. Hey, ich hätte doch jetzt schon schießen können, Alter. Wo ist er? Wo ist er? Komm schon. Ah, eigentlich wollte ich das. Geht doch. Hör mit dem Geballer auf, ich werd sonst noch taub. Hä? Nimm das doch mit. Oh, verdammt. Gibt's hier noch andere Waffen? Vielleicht hätte ich mir mal ein Gewehr kaufen sollen. Leute. Was zur? Ah ja, man kennt das, ne? Die Mafia-Brutalität. Bin wieder da! Okay. Weiter so, Vito! Da. War das die Frau? Nein. Okay, es sah so aus. Das alte Schwein darf uns nicht entwischen. Hoch. Okay, du zuerst, Vito. Du bist doch der verdammte Kriegsheld. Schaden wir dich, Fettwanst! Gib mir Deckung, Vito! Du bist mausetot! Hast du das beim Militär gelernt? Nein. Jetzt. Zack, zack! Komm schon. Du schießt wie meine Schwester. Huch. Ach komm schon. Ey, das gibt es nicht.
Ich schieße wieder eine Schwert. Ja, genau. Ich habe zumindest alles getroffen, was ich treffen wollte. So, gibt es hier noch irgendwie Collectibles oder so? Hm. Achso, okay, der gehört anscheinend nicht dazu. Er ist wahrscheinlich kurzsichtig. Ey, das gibt es nicht. Komm. Mein Freund. Oh Scheiße! Pass auf! Was zur Hölle? Alter. Verdammt, der ganze Laden brennt. Was für eine Schnapsverschwendung. Okay. Gib mir Deckung. Bin wieder da. Mehr kannst du nicht. So. Doch, natürlich kann ich noch mehr. Alter. Was zur Hölle? Boah. Leute. Habe ich die Aufnahme gestartet? Wir müssen weiter. Ich glaube ja, ne? Was ist das? Achso, das wird einfach nur eventuell auch wieder zensiert. Ja. Es tut mir leid. Aber hey. So. Was ist passiert? So, und da sind wir jetzt auch endlich wieder. Ja. PlayStation hat einen Abflug gemacht und es wird nicht unbedingt besser. So, wir haben... Oh, wir haben ein neues Spielzeug gefunden. Oh, ich dachte schon. Scheiße. Oh! Oh Gott! Oh Gott, nein! Okay, okay. Etwas bescheiden zu handhaben, aber hey. Halt! Bleiben Sie, wo Sie sind! Okay. Ich gebe mir Mühe. Huch. So. Das war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Okay. Drück den Knopf wieder. Wirklich? Könnt ihr das nicht selber? Komm schon, wir nehmen den Aufzug. Hä? Okay, so. Junge, Junge. Was zum Teufel soll das? Kein gutes Gefühl. Ich hab Durst. Verdammt gutes Zeug. Wollte ich auch mal probieren. Ich sauf nicht beim Arbeiten. Nicht die Finger durchstecken. Ja. Da kommen sie! Links oder rechts? Scheiße, die haben MP. Bringt den Pass nach oben. Die übernehmen wir. Scheiße, das ist ja das Armee. Ach, endlich was. Wir können hier nicht ewig rumsitzen. Was zum Teufel erwartest du von mir? So? Die ballern aus vollen Rohren auf mich. Ito, mach was. Du bist hier der Vater. Oh. Okay. Sehr gut. Los, der Schwein ist da oben. Das. Ja, lass mich doch erstmal hier ein bisschen Luki-Luki machen. So, das haben wir. Da ist nichts mehr. Hier haben wir auch nichts, glaube ich. Ja, toll. Ach ja, so. Achso, ja. Loslassen wir dann. Von euch Dreckskerlen umlegen. Hallo? Okay. Das war schon mal gut. Und hier nochmal gucken, ob wir Collectibles haben. Welche ich höchstwahrscheinlich sowieso zensieren muss, aber... Oh. Lass mich am Leben! Bitte! Ich habe eine Frau! Bitte! Du das nicht! Deine Frau, ich mache auch alles, was ihr wollt! Aber bring mich nicht um! Oh Gott, oh Gott! Einen schönen Gruß von Don Clemente! Oh! Verdammt! Oh oh!
Verdammt, Scheiße, das wird dir noch leid tun, du Arsch. Wichser! Henry, okay. Alles okay? Wo hat's dich erwischt? Scheiße, gar nichts ist okay. Er hat mir ins Bein geschossen. Schöne Scheiße. Scheißkerl. Du blutest ja wie ein Schwein, verdammt. Nicht zu El Greco. Dem scheiß Maler? Nein, dem scheiß Arzt, du Idiot. Okay, ganz ruhig. Wir bringen dich gleich hin. Der Grieche, er wohnt in Heilbrook. Los, Mama mia, du bist ja schwerer, als du aussiehst. Das oh Gott. Er hätte mir fast die Eier weggeballert. Oh, das war knapp. Dann war das. Oh ja. Der Schuss ging meilenweit daneben. So. Ich hab kein gutes Gefühl. Hier kommt doch bestimmt wieder irgendwer, der wie ein verrückter Idiot rumballert. Ich weiß es doch. Hey, Vorsicht! Das tut weh. Ja, hör auf zu jammern, sonst lasse ich dich fallen. Treppe nehmen. Reg dich ab. Ich bin derjenige, der hier verblutet. Ach so. Ja, gut, dass du das. Da, ja. Gut, dass du mir das nochmal gesagt hast. Abmarsch, Vito. Oder willst du hier auf bessere Zeiten warten? Ach. Nein, bitte. Ich will nicht sterben. Ich auch nicht. Ja, komm mit. Waschbär. Oh, scheiße. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann nicht laufen. Außerdem bin ich vor euch, also gib Gas. Hol dir den Arsch. Da ist er. Was ist los? Du musst schon mehr bringen, Spaghetti. Ich geb dir gleich Spaghetti. Die sahen aus wie ihren, ne? Ich glaube, das waren ihren. Vito, gib uns Deckung. Ja. Ich wollte doch nur warten, ob der vielleicht da rauskommt. Gib uns Deckung, verdammt. Ja, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. So. So, hier haben wir nichts mehr. Wenn ich doch etwas übersehe, tut's mir leid, aber das ist dann halt so. Gut, geht's hier runter? Mehr oder weniger. Beschwer dich nicht, du Glückspilz. Verdammter Rauch. Gut, da müssen wir. Achso, hier waren wir. Achso, hier sind wir. Ja, gut. Alter, was? Und raus hier. Oh. Oh, Scheiße. Oh, nicht schon wieder. Wenn ich drauf gehe. Hey, sag sowas nicht. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc fliegt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Ja. Ha. Jo. Sehr gut. Alles klar. Polizei ist nach da weg. Oh. Das hätte ich fast eine zu früh. Ja, mein Gott, wenn deine Großmutter so fährt, wäre ich aber stolz auf sie. Oder auch nicht. Ah, wunderschön. Wunderschön. Leichter Schneefall. Hm. Obwohl, leicht ist das nicht mehr, ne? Leicht ist das nicht mehr. Und eventuell. Verfolge bewaffneten Täter. Oh, scheiße. Vito, komm was? Schon. Geht die Karre nicht schneller? Wir müssen die Bullen abschütteln. Ich fahr so schnell ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt. Ich bin dabei. Oh, scheiße, wir haben. Oh, das geht auf Zeit, das habe ich gar nicht gesehen. Ich war jetzt so vertieft da drin, hier zu überleben. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. El Greco? Ein Arzt. Gib ihm ein paar Kröten und er fliegt dich zusammen. Ohne lästige Fragen.
Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verheilt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Mhm. Hey Vito, gib Gas! Henry schwitzt schon wie eine Hure im Beichtstuhl. Was? Ich war schneller, wenn du endlich die Klappe hältst. Alter, wo sind wir denn? Hey Henry, nicht einschlafen, halt durch. Ja. Halt durch, Kumpel. Wir sind gleich bei El Greco. Ich kann jetzt schon das Nuflake riechen. Ah, hört sich lecker an. Hm. Oh. Ach, der Arzt war da oben auf der Ecke, ne? Ja, genau. Der Arzt war oben auf der Ecke. Ja, super. Komm schon, Vito. Bei dem Tempo sind wir ja zu Fuß noch schneller. Ja, die Karre kann nicht mehr. Ist ja auch nicht meine Karre. Mein Gott. So. Hier. Vito, das ist das Haus. Park direkt davor. Boah, gut, dass die Bullen jetzt nicht... Ach, die waren unten im Tunnel. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Sie haben was gut bei uns. Schafft ihn rein. Ach, toll. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na, hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Ach, nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. So, wie viel Kohle war das? 2000. Jetzt haben wir 4000? 4500 haben wir jetzt. Ach, können wir jetzt nicht theoretisch eine eigene Bude beziehen? Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf dieses unaufgeräumte Drecksloch von Joe. Ich hoffe, man versteht es. Hey, Mr. Taxi. So. Einmal hier rum. So. Einmal nach Hause. Oh, wir sind immer noch wanted. Da ist nichts gut. Dann würde ich doch sagen... Wir holen uns mal eben etwas Passendes, was auch zu Mafia passt. Achso. Hallo. Ich hätte gerne... Guten Tag, Sir. Achso, das kann... Ja, guten Tag. Diese Qualität ist ihren Preis wert. Nein, Freizeitanzug mit Regenmantel... Nein, nein, nicht mit Regenmantel. Freizeitanzug... Wäre das dann alles? Yep. Jo. Passt, nehme ich. $55? Was? Mach doch auf, du Rüpel! Gib dir gleich Rüpel. Ich war besser gekleidet als sie. Hä? Warum bin ich denn immer noch wanted? Muss ich vielleicht mein Fahrzeug einmal ändern? Oh. Ich habe doch bezahlt. Oder nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe bezahlt. Naja. Wie dem auch sei. Oh. Gut, die sind um die Ecke gebogen. Also können wir hier wieder mit volle Kanne dran vorbeiballern. Hier wohnen wir, da treffen wir uns gleich wieder mit Joe. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Wo wohnen die denn? Da muss ich rein. Huch. Und hier, alles klar. So. Nein. Skaletta. Ring, ring, ring. Schnell, nein. Ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll.
Ich wollte sehen, ob ich es nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge. Alles bestens. Danke, Vito. Danke. Schon okay. Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst. Ich lass mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. Schwierig. So, ja, wir sind zwar schon ein bisschen drüber, aber... Wir fahren noch eben nach Hause. Würde ich sagen. Also wir hatten ja vorher schon 2000 Kröten. Hätten wir die vielleicht vorher schon abgeben können, oder... Alles klar. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, wir sind da. Wir fahren einmal rum. Und dann dahin. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ja, nee, ist klar. Alter. Tja, so ist das. So ist das. Da hätte ich jetzt durchgekonnt, ja, Abkürzung. Habe ich zu spät gesehen. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, guck mal, da diese Folge eine kleine Unterbrechung hatte. Entschuldigung. Geht's ja halt ein bisschen länger. Hä? Scheiße. Komm. So. Ich glaube, die Karre ist auch gar nicht mal so. Scheiße. Kennzeichenwechsel. Kein Problem. So. Wagen reparieren. 88. Das geht ja noch. Einfaches Typ. Alter, 33. Vielen Dank. Passt. So, jetzt immer noch gesucht. Hä? Huch. Okay, verstehe ich nicht. Sind dann wahrscheinlich wir. Obwohl wir uns schon umgezogen haben. Aber hey. Macht ja nichts. Macht doch nichts. Nein. Gut, jetzt schnell nach Hause. So, hier einfach rum. Und da war wieder die Abkürzung. Ja, ich hab's gesehen. Mal wieder zu spät. So. So. Alles klar, wir sind gleich da. Das freut mich allerdings sehr. Aber jetzt zwei. Ja, er ist wieder da. So. Wenn du schlafen gehst, springst du zum nächsten Kapitel. Gut, kriegen wir hin. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwelche Collectibles, die wegen irgendetwas aufgeploppt sind? Ich glaube eher weniger. Sag mal, räumt dieser Typ hier nicht auf? Gut, Leute, ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.